Diese Stadt müssen wir mal wieder zurückkommen. Ein bisschen mehr erkunden. Und was ein Schneider? Ein Barbier. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Okay, rasiert bis auf den Pferdeschwanz, lang und offen, offen und nicht zu lang, selten rasiert, oben, hinten Pferdeschwanz, den elfischen Rebellenschnitt, okay. Rasiert oben, kurz hinten Pferdeschwanz. Schauen wir mal. Oha. Das war das, was wir vorher hatten. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Nein, gut, auf geht es nicht mehr. Müssen wir die Frisur komplett versaut haben. Ach du Scheiße. Nein, dann mach was Vernünftiges draus. Naja, das lässt sich aushalten. Das ist, glaube ich, so wie vorher, oder? Vollbart getrimmt, buschiger Spitzbart. Okay. Bis dann. Das sieht doch ordentlich aus. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie es vorher aussah, aber das sieht passabel aus. Kann man machen. Ich ändere die Kurzhaarfrisuren, sahen ja schrecklich aus. Nicht bei Geralt. Lang lebe, etc. Das ewige Feuer sei mit. Du kannst passieren. Schneller können wir gerade nicht über die Brücke. Komm schon. Okay, zurück zum Baron. Auf direktem Weg. Geben wir ihm die Nachricht über seine Tochter. Lang lebe, etc. Mein Lieblingsgruß. Und auf Fried. So übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versuchen. Ach, die Männer des Barons. Die lassen mich in Frieden. Nö, ich kämpfe jetzt nicht.
durch das halbe Land hier geritten. Kurz mal die Natur genießen. Schnell weiter. Ist ein Stall abgebrannt. Dann griffen beide Streitlichter an. Gefahr! Der Priester betet. Siehst du das nicht? Bin ja schon weg. Der Hund. Gewickte Hund. Folge einfach dem Navi, dem Pferdenavi. Quest hinweisen. Schlechte Idee. Ah, na komm. Oh shit. Die waren gut. Haben sie mich glatt gekillt. Ladezeiten. Ich hoffe, der letzte automatische Save bald ist nicht zu lange her. Sprich mit dem Baron Nummer 4. Was ist los? Da waren wir. Relativ humane Checkpoints. Savepoints. Ich sollte vielleicht nicht gegen ihn kämpfen, der mir unterwegs über den Weg kommt. Ich nehme gerade schon Ritter, aber gerade die haben mich überwältigt. Einfach dann vorbei. In die Richtung musst du, oder? Schaffst du eh nicht, Geralt. Nicht mit deinem aktuellen Level. Wir müssen aber in die andere Richtung. Oder auch nicht. Mal schauen, wo wir hier lang gekommen. Ah ja, hier geht's wieder. Wir sind wieder auf dem richtigen Kurs. Heya! Kurz durchs Dorf durch. Quest nehmen wir später an. Quests. Vermutlich. Ah, ich glaube, das ist schon mal die Burg. Das ist schon die Burg. Wir müssten gleich da sein. Schon von den Kattenschwarzen gehört, wie nach einer Karriere geschickt werden. Bin vom Weg abgekommen. Wenn das mal nicht die Burg vom Baron ist.
hängen welche. So, gut. Sind wir bald da. Da ist doch schon die Brücke. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hut. Ja. Hoppala. So blöd zu kommen, kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Mein du bist doof. Woher kommst du? Was? Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich lass es bleiben. Okay. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Dahin. Und dann bist du da, weißt du. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas gesetzt. Wir sagen mal dem Baron Bescheid. Ach, da ist er. Tag hoch. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem... Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Bis dann. Hüfli ist sowas anderes. Okay, untersuche alle verbleibenden Spuren und finde in Willen und finde die Frau des Barons. Ja. Wo finden wir die Hinweise? Hier wahrscheinlich nicht mehr drin. Hol den Sonder. Okay, wo könnte man Hinweise? Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneiden? Die Frau finden. Wer? Willst du reden? Ja, nicht er. Mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Könnten wir Leute finden, die... Die Jungs sagen im Dorf, mehr wissen. Dass dich für ein paar Essensreste ranlässt. Und zwar keine Zahlen. Hey Jungs, du siehst aber gar nicht gut aus. Ansonsten stürzt dich... Ansonsten würde ich mich mal auf die Nebenquest stürzen. Ne, gibt es ein paar Nebenquests. Gwind, neue Spieler gesucht. Ja. Faustkämpfe, wer seine Männlichkeit im Ring überweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, Stan, Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Okay, Pferderennen. Ja. Die Beste von Ehrendorf. Kreischling. Dann würde ich erstmal das Pferd. Ich würde erstmal das Pferderennen annehmen. Danach schauen wir mal weiter. Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheint eine Fragezeichenmarkierung auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Spinnst du?
Haben wir uns einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Okay. Wo gibt's das Pferderennen? Vermisst Anders Dränger. Gemahlin des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Nichts Auffälliges hier. Ich glaube, meine Rüstung ist gleich kaputt. Du musst mir eine neue Rüstung besorgen. Langsam, langsam. Alles Schläger, Plünderer, Hurensohn. Zuerst kamen die Armeen. Erhöht ihr den Tribut für sie? Natürlich. Hier ist der Gastgeber. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Schein. Mach langsam. Ja, war das ein Rüstungstrank, den ich. Eine Sekunde, ich fand mal auf die Weltkarte. Ich öffne nicht die Weltkarte. Die Karte. Ich suche alle verbliebenen Spuren. Okay. Ich müsste jetzt irgendwo das Fragezeichen. Ah, hier. Nicht erkundeter Ort. Entdecktes Artefakt. Ja, okay. Verfügbare Quest. Okay, vielleicht sollte man nicht so viele vom Anschlagbrett nehmen, sondern einfach die nehmen, die wir untersuchen, unterwegs finden. Oder ist das jetzt die Quest, die wir jetzt ausgewählt haben? Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Zieh die Waffe! Hier sind wir schon. Nur noch zu Fuß latschen können. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Das wird nicht schwer. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber Spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Noch keinen besiegt. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Schon gut. Ich ergebe mich. Das ging schnell. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Na gut, da waren es nur noch 100. Kleine Nebenquest erledigt. Nicht so schnell, Plätze. Hier steht ja quasi noch. Weltkarte. Das war jetzt aber nicht das Pferderennen.
Okay, da gibt's Anschlagbutton. Gibt's noch eine neue Quest? Die Spuren müssen ja so angezeigt werden. Wo da welche finden? Personennot. Okay. Klingt interessant. Ich werde mich ja eh, nachdem ich die Tochter gefunden habe, mal ein bisschen Sidequests gönnen. Den Sidequests mit widmen. Da passt das doch jetzt, dass wir hier ein bisschen durch die Lande ziehen. Erstmal ein bisschen um die Burg herum grasen. Also schön, wer will noch teilnehmen? Teilnehmen? Was gibt's? Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Sehr gut. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen? Sag Bescheid. Willst du nicht? Schieb ab. Ich bin dabei. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Wenn du wetten willst, wähle mit der Maustaste einen Betrag aus und bestätige ihn. Der Betrag landet im Topf. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte. Okay. 50 ist der maximale, oder? Mal 20. Ich nehme Stotter, Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Nicht, dass Stottern was Schlimmes wäre. Komm schon, Plätze. Verdammt. Kann das doch nicht verlieren. Mein guter Junge, hab noch rein. Ausgestattete Weg. Was? Ups. Ist jetzt noch nicht allzu schwer. Na komm. Scheiße. Hab ich verloren oder was? Das kann doch nicht sein. Übermenschliche Hexersinne. Damit prahlen sie ja immer. Aber du hast gegen einen stinknormalen Soldaten verloren. Ach, kack, die Wand dann. Dein Gold ist weg. Wenn du mehr hast, kannst du Revanche fordern. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Und nimmst du nun teil oder nicht? Trag mich ein. Das ist nicht... Tag, Grauhaar. Ich verwette mal ein bisschen weniger. 10. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Das muss doch mal. Beweg dich! Das ist der erste war wahrscheinlich am leichtesten. Jetzt kenne ich die Strecke schon. Mein guter Junge, hab Mitleid.
bisschen Vorsprung gewinnen. Damit wir gegebenenfalls. Nein! Verdammt mich! Was machst du? Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Was mach ich? Das war, ist ja komplett fail hier. Weiter so, Plätze. Ich hab mich komplett verirrt. Die Pferdeausdauer hält leider nicht so lange an. Dreck, Dreck, Dreck. Ich habe mich einfach verirrt. Übermenschliche. Okay, Pferderin bin ich wohl nicht so gut. Dann machen wir den letzten noch. Nimmst du nun teil? Trag mich ein. Geld müssten wir noch haben. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter. Damit wir das mal ausprobiert haben. Diesmal reite ich gegen den Schwarzen. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Hey, Frühstart. Mein guter Junge, hab Mitleid. Ich werde siegen und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Diesmal richtig lang. Ein bisschen Ausdauer sparen. Hey, Hexer, hat deine Mami dich nicht gewollt? Hier durch. Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön. Wer will noch teilnehmen? 20 Kronen. Naja. Können wir nochmal? Oder haben wir den, wir haben den jetzt irgendwie verzaubert. Na toll. Und nimmst du nun teil oder nicht? Einmal will ich noch. Trag mich ein. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stopp. Für meine Ehre zurück. Ich nehme Stotter, Matko. Los, setzen wir und dann ab. Aufsetzen! Okay, das kriegen wir doch hin. Mit ein bisschen Konzentration. Mein guter Junge, wir müssen auf den Weg achten. Vorsprung gewinnen und dann. Endspurt. Nicht so schnell, Plätze. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Und nimmst du nun teil? Okay, einen müssen wir noch besiegen. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnen und... Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stopp! Den Eisenarsch müssen wir noch besiegen. Ach, ich bin mutig.
Ich bin mal mutig und sitze 20. Mal sehen, wie sich dieser Eisenart. Ich hab mein. Los, setzen wir! Subconcentration bei der Rides Game. Immer mal ein bisschen aufladen, damit wir es bis zum Ende schaffen. Nun wird er nicht, wenn er verlieren wird. Und Endspurt. Sehr gut. Geht doch. Hübsch, hübsch. Besiegt. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut. Na, jetzt sind sie alle weg. Alle besiegt.